Zeilen und grüß Gott, hier ist Bernhard Hammer bei meinem Podcast für Jagdgebrauchshunde und heute geht es um das Thema Ablegen des Jagdhundes am Hochsitz. Von meinen Auszubildenden bekomme ich immer wieder die Frage gestellt, was sie tun sollen, wenn ihr Hund, wenn er unter dem Hochsitz abgelegt ist, aufsteht, die Platzposition verlässt oder auch anwechselndes Wild verbellt. Hier stellt sich schon mal die erste Frage, ist der Hund ausreichend auf das Platz eingearbeitet? Diese Grundlage muss der Hund beherrschen, ansonsten kann der Hund und wird der Hund nicht unter dem Hochsitz ausreichend Ruhe haben und liegen bleiben. Es empfiehlt sich hierbei, dass ich diese Grundgehorsamsarbeiten insofern einarbeite, dass ich ein klares Ritual mit meinem Hund erarbeite. In meinem Fall mache ich immer das so, dass ich eine Hundedecke habe, den Hund auf dieser Decke ablege und ihn ausreichend lange am Platz verweilen lasse. Erst wenn ich wiederum den Befehl gebe, dass er das Platz verlassen kann, darf der Hund das auch tun. Also nehme ich diese Decke zum Hochsitz mit. Am Hochsitz angekommen, lege ich die Decke so auf, dass ich einerseits den Hund mit der Leine an der Hochsitzleiter festmachen kann und ich auch den Hund deutlich sehe, bestmöglich er mich auch, damit das Vertrauen geschaffen ist, dass die führende Person in unmittelbarer Nähe ist. Das wird am Anfang natürlich möglicherweise erst für kurze Zeit funktionieren. Daher für Sie die Empfehlung, planen Sie Ihre ersten Ausgänge mit Ihrem Hund nur für kurze Zeit, da nicht zu erwarten ist, dass der Hund gleich von Anfang an, wenn er noch ein Junghund ist, wirklich lange Zeit im Platz verharren wird. Aber aufgrund der Nähe zum Hund haben Sie die Möglichkeit einzuwirken und mit einem Platz- und Sichtzeichen darauf einzuwirken, dass sich der Hund wieder in den Platz begibt. Sollte das nicht funktionieren, so müssen Sie wirklich von der Leiter hinunter ihn wieder darauf hinweisen und wenn der Hund im Platz ist, wieder zu Ihrem Hochstand durchkehren. Also am Anfang ist Geduld das oberste Gebot. Also planen Sie die ersten Ausgänge maximal für eine halbe Stunde, um Ihren Hund auch dahingehend einzugewöhnen. Aber seien Sie auch zu Hause tätig und trainieren Sie das Platz und vor allem die Platzdauer mit Ihrem Hund zu Hause. Legen Sie ihn auf der Decke ab, unangeleint, nehmen Sie sich einen Stuhl, setzen Sie sich ca. 5-6 Meter von Ihrem Hund entfernt auf den Stuhl und beobachten Sie Ihren Hund. Wirken Sie sofort ein, sobald Ihr Hund vom Platz hoch wird. So können Sie die Zeiten und die Ruhephase Ihres Hundes sehr gut steuern. Mein ausdrücklicher Hinweis und mein Tipp für Sie ist, nehmen Sie, auch wenn Ihr Hund unruhig wird, den Hund nicht mit auf den Sitz. Hier hat er zwar Ihre Nähe und wird wahrscheinlich ruhig liegen, aber Sie wollen haben, dass der Hund wirklich ruhig unter dem Sitz abgelegt auch funktioniert. Nun, wie ist das mit den Verbellen von anwechselndem Wild? Natürlich ist ein Junghund noch nicht an alle Gerüche und Eindrücke gewöhnt. Geben Sie ihm die Chance, bei erlegtem Wild den Geruch und den Duft aufzunehmen und Sie werden sehen, dass auch hier weitere Fortschritte erkennbar sind, weil er beim ersten Mal, wenn er den Duft eines anwechselnden Bockes in der Nase hat, natürlich unruhig wird und auch ängstliche Verhalten zeigt. Zum Beispiel das Bellen oder das Unruhigwerden.
Sie sind daher aufgefordert, viele Dufteindrücke und generell Eindrücke bewusst herbeizuführen und diese dem Hund zu ermöglichen. Erst damit wird Ihr Hund ruhig und gelassen werden, da den Geruch eines anwechselnden Rehwildes bereits in seiner Nase hat und keine Beunruhigung zeigen wird. Wichtig ist, dass Sie wirklich konsequent das Platz trainieren, auch zu Hause, bei jedem Ausgang, bei jedem Birschgang, dass Sie immer wieder das Platz trainieren, um den Hund daran zu gewöhnen. Es empfiehlt sich auch, den Hund am Anfang anzuleinen, bis Sie die Sicherheit haben, dass Ihr Hund wirklich im Platz ruhig verharrt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach circa 5 bis 10 Birschgängen, dass der Hund wirklich verknüpft und weiß, was zu tun ist, wenn Sie auf die Hochsitzleiter steigen. Ich verwende auch in weiterer Folge immer höhere Sitze, um den Abstand zum Hund zu vergrößern. Aber er gewinnt dadurch das Vertrauen, dass die führende Person nach der Ansitzdauer zu ihm zurückkehrt, ihn belobigt und mit einem Leckerli zusätzlich motiviert, weiterhin am Platz unter dem Hochsitz zu verharren. Daher meine Tipps: Verwenden Sie eine Decke für das Ablegen, leinen Sie Ihren Hund anfänglich an, nutzen Sie Bodensitze für den Start bzw. Nicht so hohe Hochsitze, damit der Abstand zum Hund nicht zu groß wird, und steigern Sie zunehmend die Platzdauer. Damit haben Sie einen fermen Jagdhund, der nach einigen Ansitzen bereits sehr brav und mit völliger Ruhe unter dem Hochsitz abgelegt werden kann. Ritualisieren Sie das Ablegen mit der Decke, legen Sie auch möglicherweise die Leine auf den Rücken des Hundes. Trainieren Sie das zu Hause in Ihrem Garten oder in Ihrem Revier. Sollten Sie weitere Fragen haben, so stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung auf meiner Webseite www.online-jagdhundeschule.com oder schreiben Sie mir gleich ein E-Mail an bh@bernhardhammer.consulting. Gerne beantworte ich Ihre Fragen. Weidmannsheil und gutes Gelingen!